Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Shamirs Trick. Ja, was ist Shamirs Trick? Shamir ist ein tricky Kerl. Nein, das ist das. Also, Shamir war der Kerl, der das S in RSA reingebracht hat. Der hier, das ist Shamir. Er, keine Ahnung, was der steht. Habe ich irgendwann mal erwähnt, habe ich auch irgendwann mal gewusst, aber ich weiß es nicht mehr. So wichtig ist das nicht. Ich kenne nur das Verfahren, das ist ziemlich cool. Und Shamirs Trick brauchen wir zum Beweisen, dass dieses ganze Ding wirklich sicher ist. Weil wir sonst damit was ausrechnen könnten. So, ich ziehe mal hier meine Box ein bisschen länger und habe jetzt hier genug Platz für euch alle. Gut, super. Fangen wir an. Shamirs Trick. Ich schreibe es gerade mal hin. Shamirs Trick. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Idioten-Apostroph ist, aber keine Ahnung. So habe ich es im Internet gefunden. Also muss es wohl stimmen. Was im Internet steht, stimmt immer. Gut, was wir hier machen wollen, ist Folgendes. Also wir haben erstmal ein paar Sachen gegeben und dann wollen wir was berechnen. Und zwar sind gegeben J und S. Und das sind Zahlen aus diesen ZNs hier. Aus ZN, also aus dieser Gruppe von 0 bis N-1, aus Z modulo N, um genau zu sein. So, und dann haben wir noch gegeben E und F. Die heißen nicht ungefähr so, weil wir nachher sehen werden, dass J und E irgendwie uns bekannt vorkommen sollten hier, ne? Gut, also die sind einfach nur stinknormale Zahlen. Aus den ganzen Zahlen, logischerweise. Nicht irgendwelche reellen Zahlen oder sowas, das möchten wir hier lieber nicht haben. Und wir haben noch gegeben, der größte gemeinsame Teiler von E und F, der ist 1. So, das werden wir alles nachher brauchen. Und was wir auch noch gegeben haben, ja, wir haben sehr viel gegeben. Wenn das alles gegeben ist, dann können wir was berechnen. Wir haben nämlich hier gegeben, J hoch F ist gleich, ups, das soll natürlich wieder unten stehen, ist gleich S hoch E. So, und das Ganze aber modulo N. Okay, das ist jetzt alles ziemlich krass hier, was wir hier gegeben haben. Aber wenn wir das alles haben, dann können wir was berechnen. Und zwar was Cooles, nämlich der findet, obwohl ich schreibe das gerade mal, nicht findet Nemo, sondern findet X mit X hoch E gleich J modulo N. So, das hört sich jetzt an, als hätten wir gerade eine Wurzel gezogen, eine ete Wurzel aus J gezogen, haben wir aber nicht, weil wir J hoch F wissen, beziehungsweise wir wissen, dass J hoch F gleich S hoch E, wir haben J, wir haben S, wir haben E, wir haben F und wir haben den größten gemeinsamen Teiler von EF. Das ist eine ganze Menge, was wir hier haben. Wenn wir das uns so hinbasteln können, dann findet uns der Algorithmus X. So dass x hoch e gleich j ist. Okay, wie machen wir das zur Hölle? Was soll da passieren? Naja gut, wir haben Folgendes, und zwar, wir haben erstmal den erweiterten euklidischen Algorithmus. Den werde ich euch jetzt nicht vorstellen, weil der erstens mal selber mehrere Videos wahrscheinlich in Anspruch nehmen würde und zweitens nicht unbedingt hierher gehört. Sagen wir einfach nur erweiterten euklidischen Algorithmus hin dazu. Erweiterter euklidischer Algo. Der berechnet uns Zahlen A und B, A, B, quasi als Tupel, wenn ihr so wollt, so dass gilt A mal F plus B mal E ist gleich 1. So, das ist nur möglich, ich schreibe es gerade kurz in Klammern hin, weil jemand das Skript sogar wollte. Hier, das geht nur, weil der GGT von E und F gleich 1 ist. Ansonsten wäre das nicht möglich. Und ja, das bringt uns also ziemlich viel. Deswegen brauchen wir hier diese Voraussetzung, damit wir den erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden können. So, jetzt haben wir A und B auch gegeben. Gut, nächster Schritt, wir berechnen uns X. Und zwar X ist gleich S hoch A mal J hoch B. So, warum geht das an Modulo N übrigens noch? Warum ist das jetzt so? Naja, ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Umformungen, dann werden wir sehen, dass das tatsächlich stimmt. Nennen wir es einfach mal einen Beweis von mir aus. J hoch F ist gleich S hoch E. So, das ist quasi die erste Gleichung, die wir haben, ne? Also, J hoch F ist S hoch E. Modulo n spare ich mir jetzt, wir rechnen die ganze Zeit Modulo n, das ist jetzt im Beweis ein bisschen überflüssig, das immer hinzuschreiben. Das haben wir gegeben. So, jetzt machen wir Folgendes, jetzt erweitern wir auf beiden Seiten
Nein, bevor wir erweitern, potenzieren wir beide Seiten mit A. Das dürfen wir machen. Weil, ist halt so, darf man immer machen, das sind normale Gleichungsumformungen. Also J hoch F mal A, das A kommt hierher, ist gleich S hoch E mal A, okay? Das dürfen wir beides machen. Gut, jetzt rechnen wir auf beiden Seiten mal J, unten, mal J hoch EB. Und zwar auf beiden Seiten einfach drauf multiplizieren, darf man ja auch machen. Das darf man bei Gleichungsumformungen immer tun. Wie ihr wisst. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt rechnen wir hier, also jetzt steht da ja ein J und J. Das heißt, wir dürfen das in einen Exponenten schreiben. Das dürfen wir hier drüben nicht machen, denn S und J sind offensichtlich nicht gleich. Hier dürfen wir aber was anderes machen. Hier haben wir ein E und wir haben hier ein E. Das heißt, wir können hier einfach schreiben, wir klammern das sozusagen aus, indem wir hier einfach sagen, okay, raus mit dir, da, weg und dann schreiben wir hier eine Klammer hin. Hoch E. Ja, andersrum. Das runter, das hoch. So. Okay, S hoch A. Und das ist jetzt im Prinzip genau dasselbe, was wir vorher hatten. Also wir haben jetzt hier das Ganze in einen Exponenten reingeschrieben und hier haben wir einen Exponenten ausgeklammert. Ist auch in Ordnung. Dürfen wir auf beiden Seiten machen. So. So, und jetzt sollte euch vielleicht was bekannt vorkommen. Erstens mal diese Gleichung, die ist aber eher das Ergebnis. Diese Gleichung hier oben, FA oder AF, plus EB bzw. BE. Das ist diese Gleichung hier und das ist offensichtlich 1. Das heißt, wir haben hier J hoch 1 stehen, was offensichtlich J ist. Und das bedeutet, wir wollten ein X finden, sodass X hoch E gleich J ist. Das heißt, das hier ist offensichtlich mein X. Und damit habe ich meine Gleichung hier bewiesen. Ich kann also sagen, X ist S hoch A mal J hoch B durch mal wieder ein bisschen rumjonglieren von einigen Gleichungen. So, ich schreibe das gerade mal wieder so hin, dann kommt man vielleicht auch wieder drauf. Okay, das ist doch mal ganz cool gelaufen. Und das war Shamirs Trick. Ich hoffe, ihr habt ihn verstanden und er hat euch Spaß gemacht. Irgendwie finde ich das cool, wenn so Gleichungen immer so richtig aufgehen. Das ist irgendwie so ein befriedigendes Gefühl. Nächstes Mal schauen wir uns an, warum unser RSA-Verfahren, das hier oben, warum das Ganze sicher ist und wo wir da Shamirs Trick brauchen. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.